Hi, hier ist Norman. Oft werden Fakten an eine Theorie angepasst, anstatt eine Theorie für die gemessenen Fakten aufzustellen. Die Schädlichkeit von Handys wird nur aufgrund ihrer Wärmestrahlung beurteilt. Allerdings wird die Schädlichkeit von radioaktivem Uran auch nicht danach beurteilt, wie es ein Glas Wasser daneben erwärmt. Es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass Handystrahlung Schäden verursacht. Genauso gibt es auch genug Studien, die zeigen, dass Rohkost gegen Krebs wirkt. Es muss ja nur eine einzige Studie geben, die nicht von Lobbyisten bezahlt wurde, und schon entlarven sich alle anderen Studien als Lüge oder als unbrauchbar. Ein fehlender Beweis beweist überhaupt nichts. Gute Studien werden oft nur lückenhaft zitiert oder die Ersteller werden beleidigt oder verklagt. Ich habe mehrere Monate mit Professor Mal zusammengearbeitet und er musste 4.000 Euro Strafe zahlen, da ein Messgerät als bedenklich galt. Dieses Gerät strahlte allerdings viel weniger aus als ein normales Handy. Die Story kam sogar in den Nachrichten im Fernsehen. Ich möchte in diesem Video keine Panikmache betreiben oder Geräte verkaufen, sondern ich möchte aufklären, eine gute Theorie vorstellen und vor allen Dingen Lösungen anbieten. Die heutigen Handys haben einen sehr schlechten Wirkungsgrad, da ihre Antennen immer mehr verstümmelt wurden. Aber trotzdem können wir plötzlich mit den Handys viel besser in einem faradayschen Käfig wie im Fahrstuhl oder Auto telefonieren. Das gelingt aufgrund von Longitudinalwellen, die den anderen Teil des Wirkungsgrads neben den elektromagnetischen Wellen ausmachen. Auch klingelt ein Handy in einer Mikrowelle, die ja gerade nicht diese elektromagnetischen Wellen, also diese Mikrowellen, durchlassen sollte. Mikrowellen liegen gerade in einem für uns relevanten biologischen Fenster. Für elektromagnetische Wellen von Handys haben wir zwar keine großen Antennen im Körper, aber die Longitudinalwellen oder auch Skalarwellen genannt haben einen Einfluss auf uns. Eine Skalarwelle beschreibt die gerichtete Ausbreitung ungerichteter, also skalarer Größen. Wir haben Ringe mit delokalisierten Elektronen, die als Antenne wirken. Und diese organische Ringantenne empfängt, speichert oder sendet. Der rotierende Elektronenring erzeugt dann immer ein magnetisches Feld. Und dieses Magnetfeld trägt Energie und auch modulierte Informationen weiter. Die Biologie kommuniziert nämlich drahtlos über das magnetische Feld. Und senkrecht zum magnetischen Feldzeiger steht immer der elektrische Feldzeiger, der im Takt der Information mitschwingt. Die Modulation der Information übernimmt eine hochfrequente Trägerwelle. In der Technik wird immer eine niederfrequente Trägerwelle eingesetzt. Genau genommen ernähren uns hauptsächlich bestimmte Frequenzen in lebendiger Rohkost, der Sonne oder unserer Umgebung und nicht nur irgendwelche isolierten festen Stoffe, die wir unter einem Mikroskop betrachten können. Die Sonne sorgt ja auch dafür, dass wir zum Beispiel Vitamin D bilden oder es sorgt dafür, dass wir das Schlafhormon Melatonin zur richtigen Zeit ausschütten. Felder sind überall und wir interagieren auch ständig mit anderen Feldern wie dem Erdmagnetfeld. Also das zeigen ja auch unsere Nerven, EEG-Daten oder eine Lichttherapie. Auch ein gutes Beispiel ist der Knochenaufbau. Wird nämlich auf dem Knochen eine Kraft ausgeübt, dann werden durch den piezoelektrischen Effekt Ladungen freigesetzt, die dann nach einer chemischen Ablaufkette neue Knochenpartikel an die Stelle ansetzen und somit den Knochen verstärken. Das funktioniert auch so mit den Zehen. Also wir müssen Sport treiben und ordentlich kauen, um unsere Gelenke und Knochen zu schützen. Auch ist es wichtig, dass wir gerade auch Metalle in den Zehen vermeiden, denn diese Metalle wirken wie Batterien und Antennen im Mund. Ich habe auch schon verschiedene Geräte bei Professor Mal zusammengelötet und getestet, die nur die Information von einem Stoff auf eine lebendige Zelle übertragen haben. Dadurch konnten sogar Kichererbsen schneller wachsen, wenn sie die Information von der Gibberellinsäure drahtlos empfangen haben. Also die Gibberellinsäure sorgt dafür, dass Pflanzen schneller wachsen. Umgekehrt konnten auch
die Kichererbsen gehemmt werden in ihrem Wachstum, wenn die Informationen von gemahlenen Kichererbsen übertragen wurden. Genauso funktioniert das dann auch mit Krebszellen, die zum Beispiel in einer Petrischale getötet werden, und dann wird die Information von diesen sterbenden Krebszellen auf noch lebendige Krebszellen übertragen, und dann sterben auch diese Krebszellen. Mit einem starken Immunsystem reduzieren wir natürlich auch die schädlichen Auswirkungen. Unser Immunsystem stärken wir vor allen Dingen durch frische und lebendige Rohkost, die auch noch messbar nützliche Energie ausstrahlt, im Gegensatz zu Trockenprodukten oder Lebensmitteln, die lange herumliegen. Die schädlichen Wellenanteile zu neutralisieren und nützliche Informationen direkt in unsere Zellen zu übertragen, wäre optimal. Wie können wir überhaupt Skalarwellen detektieren? Also Skalarwellen sind ja Longitudinalwellen wie der Schall, und diese könnten dann auch ähnlich wie bei einem Ultraschallgerät aufgefangen werden. Bei technischen Messinstrumenten ist es üblich, die Frequenzeinstellungen zu verändern. Dazu wird die Kapazität eines Kondensators variiert, der Teil eines Schwingkreises ist. Wir Menschen arbeiten als biologische Systeme üblicherweise mit der Variation der Wellenlänge. Und das führt dann dazu, dass die Frequenz direkt proportional zur Ausbreitungsgeschwindigkeit ist. Leider gibt es keine elektronischen Bauelemente, die zu solchen Längenschwingungen fähig sind, außer Schwingquarze und Piezoelemente, wie auch in einem Ultraschallgerät. Also mit Quarz, also Siliziumdioxid, könnten wir Skalarwellen auffangen und eventuell somit dann auch die schädlichen Anteile neutralisieren. Nur das Problem ist, dass sich diese Informationen nicht sehr lange halten. Hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Pad, was verschiedene Größen von Quarz enthält. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, neue Techniken einzusetzen, die einen Wellenbereich benutzen, welcher nicht gerade in unser biologisches Fenster funkt. Wir könnten zum Beispiel auch das sichtbare Licht verwenden, um die Informationen von einem Telefongespräch zu übertragen. Die Skalarwelle könnten wir auch nutzen für ein Handygespräch. Das bietet sogar gleich noch mehrere Vorteile. Also die Handys müssen sich zuerst in Resonanz befinden. Resonanz tritt ein bei gleicher Frequenz, bei gleicher Modulation und bei unterschiedlicher Phasenlage. Wenn sich dann die beiden Handys in Resonanz befinden, dann haben wir fast einen Wirkungsgrad von 100%, und somit verbrauchen wir auch weniger Energie, verstrahlen nicht noch Millionen andere Menschen und könnten damit sogar gleich noch das Handy aufladen. Außerdem wäre das Ganze ja natürlich auch abhörsicher. Wenn wir elektromagnetische Wellen abschirmen, dann reduzieren wir auch die schädlichen Wellenanteile, die überall durchtunneln können. Es gibt zum Beispiel bestimmte Stoffe, meistens Silber oder Farben oder Vorhänge, die wir dann um den Schlafraum wie ein Moskitonetz aufhängen könnten. Nur wir dürfen in diesen faradäischen Käfig nicht senden, ansonsten werden die Strahlen ja wieder zu uns zurückreflektiert, oder ein Handy muss damit voller Sendeleistung senden. Das Problem tritt auch bei Bleischürzen bei der Röntgenuntersuchung auf, dass die schädlichen Anteile, die ja schon im Körper sind, wieder zu uns zurückreflektiert werden. Also wir müssten dann schon einen Ganzkörperanzug tragen, um wirklich effektiv alles abzublocken. Metalle an und in uns wirken wie Antennen. Daher sollten wir unbedingt auch Zahnfüllungen aus Metall entfernen und durch Zirkonoxid ersetzen. Auch kann ein Netzfreischalter helfen, um wirklich die schädlichen Strahlen komplett auszuschalten. Wenn wir unbedingt telefonieren müssen, dann können wir wenigstens die Bestrahlungsintensität reduzieren, indem wir nur kurze Gespräche führen und nicht gerade bei schlechten Empfängen telefonieren. Wenn wir zum Beispiel im Auto telefonieren, dann muss das Handy auch mit voller Leistung strahlen. Ein DECT-Telefon strahlt ununterbrochen. Es gibt allerdings den Eco-Modus Plus, der wenigstens nicht im Standby-Betrieb sendet. Ein größerer Abstand reicht auch schon vollkommen aus, um die schädlichen Wellenanteile vollkommen zu reduzieren. Wir könnten zum Beispiel die Freisprech-
Funktion von einem Handy benutzen, den Laptop mit einem geschalteten WLAN nicht gerade auf dem Schoß liegen lassen oder ein Babyphone nicht gerade direkt neben das Baby legen. Sendende Handys oder Drahtlostelefone müssen wir ja auch nicht direkt neben uns hinstellen. Wenn ich zum Beispiel mein Handy als Wecker benutze, dann liegt mein Handy am anderen Ende des Raumes. Unnötige Drahtlosverbindungen lassen sich auch leicht vermeiden. Wir können ein Kabeltelefon benutzen oder ein Headset mit Kabel. Auch können wir über das Internet mit einem LAN-Kabel und nicht über WLAN. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Laptop eine Internetseite aufgerufen habe, dann wechsle ich wieder in den Flugzeugmodus. Oder wenn wir WLAN gerade überhaupt nicht benötigen, dann können wir auch den WLAN-Router ausstellen. Mein Handy trage ich nur ausgeschaltet am Körper. Und wenn wir es nicht benötigen, dann können wir ja auch in den Flugzeugmodus wechseln. Gerade beim Kauf von neuen Geräten wie Spielsachen oder Haushaltsgeräten sollten wir darauf achten, dass sie keine Drahtlosverbindung haben, wie Bluetooth oder WLAN. Mein MP3-Player hat zum Beispiel keine Drahtlosverbindung oder mein Drucker wird auch nur über Kabel betrieben. Ein Auto sollte auch ein abschaltbares Wi-Fi haben. Das ist auch eine Kritik an den neueren Elektroautos. Ein Smart Meter zum Ablesen sollte auch nicht gerade die Mobilfunkübertragung nutzen.